Heute mal wieder ein Movie von mir. Und zwar wieder mal ein taufrisches. Wir schreiben heute den 3.1.24. Oh, ich brauchte wieder ein paar Tage. So, es ist 8 Uhr. Ich habe Otto gerade weggebracht. Es ist 7.55 Uhr. Otto ist in der Schule und heute ist ein wilder Tag. Aber das alles später. Wenn euch meine Movies gefallen, gern Abo da lassen. Wir freuen uns immer über jedes Abo. Wenn ihr wissen wollt, wann ich online komme, müsstet ihr natürlich die Glocke noch betätigen. So, ansonsten hoffe ich, ihr habt alle ein schönes Weihnachten verlebt. Je nach Person gab es große oder kleine Geschenke. Essen war gut. Und ja, ihr seid gut reingerutscht. Was habe ich zum alten Jahr zu sagen? Nicht viel. Vieles schief gegangen. Mit dem Haus, das muss man jetzt mal gucken. Das nehme ich ja mit ins neue Jahr rein. Ansonsten, ja, wir waren Weihnachten ja alleine. Und Silvester auch, weil wir uns gezopft haben. Und somit vergessen wir das ganz schnell. So, was bringt das neue Jahr? Ich hoffe für euch Zufriedenheit, Glück und alles schickimicki. Bei uns, ja, unsere große Aufgabe ist das Haus. Also die erste große wichtige Aufgabe wäre, hier wegzuziehen. So, das steht dieses Jahr im Vordergrund. Ansonsten, ja, müssen wir mal gucken, wie das allgemein so ist, gerade in Thailand. Irgendwie schleifen wir uns von Monat zu Monat. Allerdings finde ich, wir machen noch das Allerbeste draus. Wir nehmen das mit Humor und mit dem Lachen und gehen da durch. So, ja. Was mich sonst noch richtig nervt, ist diese Streitigkeiten im Internet, dieses Gelüge und Beschuldige und du machst das und du hast da gelogen. Also es ist echt nicht mehr schön. Ich habe mich da völlig rausgeklinkt. Ich habe meine gespannt überall auf jeden Kanälen, weil es ist nicht einfach. Also wer so sich immer zofft und anderen nachweisen will, dass er beleidigt hat oder Lügen tut. Ich sag's jetzt klipp und klar so, jeder hat sein Content, jeder kann seinen Kanal machen, wie er will, ob es dem anderen passt oder nicht. Lasst euch einfach, guckt einfach nicht nach dem anderen, zieht euer Ding durch und somit ist alles gut. Also, wie gesagt, es ist kein persönlich anzugreifen, dass ich alle gelöscht habe, aber es ist mir einfach zu viel. Ich würde sagen, wir haben einen kurzen Werbeblock rein und dann gucken wir mal, was das neue Jahr bringt, beziehungsweise was heute so alles los ist. Also, bis gleich. So, hier ist er wieder. Und zwar, ja, was ist heute? Otto ist ja heute in der Schule. Es wird ein ganz wildes Wochenanfang und Wochenende, glaube ich. Und zwar ist es so, also heute, ich schlafe mal ja wieder, wo wir das letzte Mal schon geschlafen haben. Da habe ich Filmaufnahmen gemacht in dem Kontor. Weil wir wollen uns mit einem langjährigen Abonnenten treffen. Da freue ich mich schon. Und zwar heute Nachmittag. Wie wir das alles hinkriegen, wissen wir noch nicht so richtig, weil wir, Otto muss ja morgen dann wieder in die Schule, da haben wir eine Stunde Fahrzeit, aber nicht so schlimm. Im Prinzip hole ich ihn dann aus der Schule und ja, Montag müsste ich eigentlich schon wieder in Pattaya sein, das habe ich ein bisschen verschwitzt. Das ist jetzt mit dem ganzen Leben hergefahren, durcheinander gekommen und ich muss ja dann meine 90 Tage mal wieder machen. Ja, deswegen wissen wir gar nicht, weiß ich gar nicht so richtig, wie das Wochenende verläuft.
wie gesagt, ich mache mir ja keine Pläne mehr, weil das ist sinnlos. Wir hatten uns natürlich auch gezofft, weil wieder mal üblich, weil ich sage klipp und klar, wenn du sagst, ich komme an den und den Tag, dann mach das auch und nicht kurz vorher anrufen und kein Flieger gefunden und da 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 da. Ich finde, es gibt 3-4 Punkte, wo man da sein muss, also nicht für mich jetzt, für Otto zumindest. Das wäre Weihnachten oder Silvester, Geburtstag. Das wäre so ein paar Tage, wo man sagt, da muss ich da sein. Und das kriegt sie irgendwie nicht hin. Es ist unverständlich. Ja, deswegen hat man es kurz in der Wolle. Aber ja, mit Otto ist immer alles klar. Wir finden da eigentlich schnell wieder zusammen. Es ist eben so, wie es ist. Umso mehr ich das mitkriege, umso mehr habe ich manchmal, glaube ich, ich verstehe die Teils immer mehr. Es ist manchmal schwierig und nicht, kann man gar nicht richtig erklären alles, wie das zusammenhängt. Aber ist schon manchmal die Mutterliebe ganz schön sehr eigenartig. Sagen wir es mal so. Jetzt sind sie alle munter. Wir haben es jetzt kurz nach um 8. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns wahrscheinlich nicht heute Abend, wahrscheinlich morgen früh nochmal. Ich habe noch keinen Plan, was wir machen, wie der Nachmittag verlaufen wird. Ich weiß nur, wir holen Otto von der Schule und fahren rein. Und wie gesagt, schlafen dort. In dem Sinne würde ich sagen, wartet bis morgen früh. Ich leite das Ding jetzt noch schnell hoch. Wir haben ja noch einiges zu tun hier. Wir müssen noch ein bisschen reden und machen und tun. Und ich würde sagen, mit die Abo hatte ich schon durch. Ansonsten hoffe ich, alle gut ins neue Jahr gerutscht. Ich hoffe, meiner Familie geht es auch gut. Egal ob Familie Eismann, Familie Wutschig, Familie Nörig und natürlich meine zwei Kinder und meine Ex-Frau. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr habt ein gutes Weihnachten verlebt und ja, wir sehen uns vielleicht mal nächstes Jahr. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt mir ja alle gesund, bleibt mir ja treu, guckt zahlreich und werdet alle glücklich. Bis dahin, euer Tattoo-Man. Bye-bye.